Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute gegen den Zack. Zack macht Videos im Internet, guckt da vorbei, ist in der Beschreibung. Und ja, wir spielen heute Piu mit dem Team aus der letzten Team-Tube, die ich noch nicht mal aufgenommen habe, weil es passiert mir in den Tiers, die nicht Video sind, sowieso viel zu oft, dass ich irgendwas vergesse, das Ganze dann nochmal aufnehme. Also habe ich jetzt einfach mal drauf geschissen und dachte mir so, okay, dann nehmen wir das halt erst danach auf. Vielleicht kriege ich dann auch mal alles rein. Nee, es passiert mir halt echt viel zu oft. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Team-Tubes, die ich hochgeladen habe, also alles, was nicht Juju war, zweimal aufgenommen, mindestens. Und ganz im Ernst, ich habe eigentlich nicht so die Lust, das jedes Mal zweimal aufzunehmen. Ich könnte skripten, aber ich bin faul wie Scheiße. Also, damit hat sich das wohl erledigt, ne? Also, Team-Tube habe ich also noch nicht aufgenommen. Für euch, ihr werdet sie schon gesehen haben, also wisst ihr auch schon, was das Team ist. Ich wähle gerade random ein Stück aus und das Stück 18 passt. Das Team ist da, okay, gut. So, dann wollen wir mal gucken, was Zack so mitbringt. Ach du Kacke. Ja, ich habe da jetzt schon unglaublich viel Lust auf die Karte. Was macht Rollum? Ich tippe auf Spikes oder so ähnlich. Aber das Geowatz ist halt auch ein Riesenproblem. Grundsätzlich ist hier einfach alles ein Problem. Die Nicknames meiner Pokémon sind Zirku, das, Voluminas, keine Ahnung, wie ich auf den Namen gekommen bin. Mayonnaise, das Traunfugil. Das weiß ich auch nicht mehr so genau, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach nur noch... Nein, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe irgendwas gegoogelt, aber ich weiß nicht mehr, was ich gegoogelt habe. Dann Master, das Amaldo. Das heißt Master, weil der Meister von Gildenmeister Knuddeluff war ein Amaldo, ne? Also, und so. Dann das der kreative Nickname Sunny für das Vulnona. Das zwar keine Dürre hat, aber egal. Bambi für das, ihr wisst schon, ne? Das Reh halt. Damhirplex, genau. Und Timo als Pantimos. So, aber womit wollen wir den leaden? Also, ich bin tatsächlich dazu verleitet, mit Mayonnaise zu leaden. Und wisst ihr was, das mache ich auch. Scheiß auf alles, ich lead einfach Mayonnaise. Mayonnaise ist Gott. Können ja nichts anderes sagen. Mayonnaise ist eigentlich schon der beste Spitzname der Welt. Also, da weiß ich auch schon nicht mehr, was da besser sein soll. Ich habe eh wenig Wi-Fi gespielt. Ach du Kacke. Also, außer GPL. Das ist was ganz anderes jetzt hier wieder. Aber immerhin kann ich live kommentieren. Das kann ich jetzt ein bisschen. Okay, okay, okay. Wie viel Speed hat das Teil? Ich habe absolut keine Ahnung, wie viel das... Guter Nickname. Ich habe echt keine Ahnung, wie viel Speed das Teil hat. Aber wisst ihr, was ich mache? Will ich es anzünden? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es anzünden will. Okay. Oh Gott, Kacke. Leute, Leute, Leute. Will ich es verhöhen oder anzünden? Ich google jetzt, wie viel Speed das hat. Das hat Speed uns. Warte, hat das Teil Speed Investment? Wenn es kein Speed Investment hat, outspeeden wir es dann? Wisst ihr was? Ich drücke jetzt Verhöhner. Ich bin Gott. Passt auf. Oh, der Schutzschild. Ach du Batten Pass. Nein, bitte nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Aber warte, warte, warte. Wenn wir es taunten, dann kann es mich Batten Passen. Leute, ich bin Gott. Aber warte. Weil er das weiß, würde er jetzt wahrscheinlich schon rausblenden, passen. In sein. In sein was? Ich drück Willow. Wegen. Oh, okay. Warum habe ich jetzt nicht getauntet? Das ist gar nicht so schön. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Batten Pass rüber in sein Osarin gerechnet, aber das geht natürlich auch. Haben wir das Teil hier angezündet, hat auf jeden Fall Vorteile, hat auch Nachteile, nämlich, dass wir es nicht getauntet haben, aber es hat auch Vorteile. So. Was jetzt? Will ich jetzt taunten? Ja, das ist mein Plan. Kann gerne nochmal... Ja, leg gerne weiter Hazards raus. Ich habe das Teil jetzt getauntet bekommen. Das heißt, rausbetten passen wird es schon mal nicht. Und es kann auch nicht weiter Hazards rauslegen. Die Frage ist jetzt, was ich jetzt genau dagegen machen will. Ich denke mal, wenn es ein Angriffsmove war, das hat Protect. Es hat gar keinen Batten Pass, oder? Aber warum hat es. Doch, es muss Batten Pass haben. Das hat keinen Angriffsmove. Oder hat es einen Angriffsmove? Wisst ihr was? Ich drücke jetzt Willow auf den Switch Out. Genau. Und es kommt rein. Papa Bär. Papa Bär brennt jetzt. Hat das Teil nicht Guts? Wenn das Teil Guts hat, habe ich mir gerade ein riesiges Problem gemacht. Aber ich denke, hier spielt man Quickfeed und Fassade, richtig?
Die spielt man schon mit Quickfeed, oder? Bitte sagt mir, die spielt man mit Quickfeed. Ich hab ein bisschen Angst, wenn man die nicht mit Quickfeed spielt. Es könnte natürlich sein, dass er Guts spielt und halt den Batten Pass auf dem Rollum, um den Speeder drauf zu passen. Das wäre gar nicht mal so schön, deswegen drücke ich jetzt Schmarotzer und hoffe, dass ich den Teil viel Schaden mache, wenn ich einen Hit überlebe, dass ich sollte. Okay, jetzt kommt der Knirscher. Wie viel Schaden macht der? Killt der? Bitte sagt nicht, der killt. Okay, das ist gar nichts. Das heißt, das Teil ist eindeutig Quickfeed. Und er kriegt den Drop. Natürlich, natürlich. Wie viel macht der Schmarotzer? Genug. Eindeutig genug. Ich gehe jetzt raus auf meinen Amaldo, dann kriege ich nämlich den Spin raus. Das ist der Plan. So. Mayonnaise kommt zurück. Ich bin ziemlich stolz auf diesen Spitznamen. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wo er herkommt. Ich überlege gerade, wo der herkommen könnte. Ah ja, stimmt. Ich war bei Google Übersetzer und habe einfach Hexe eingegeben. In verschiedenen Sprachen, bis ich was Cooles gefunden habe. Und das ist halt auf Japanisch irgendwie Mayo oder so, aber mit einem J oder einem. Ich weiß es nicht. Und dann muss ich direkt an Mayonnaise denken, glaube ich. Wenn alles so ist, wie ich denke. So, jetzt kriege ich meinen Spin. Ist gut, vielleicht, hoffe ich zumindest. Wobei, nein, ich drücke nicht Spin. Ich drücke nicht den Rapid Spin. Ich drücke Knockoff. Habe ich Knockoff? Ich habe Knockoff, genau. Denn er hat einen Spinblocker. Und den würde er jetzt reinholen. Jetzt kommt das Traunfugil rein. Ich sag's euch. Traunfugil kommt jetzt rein. Weil der Spin ist mehr als obvious. Ja, da kommt der Switch out. Hallo Traunfugil, ich wünsche dir viel Spaß. Hier, Geisterkopf. Och nee, nicht Geisterkopf. So, ja, das hat jetzt keine Evoliten mehr. Das ist gut. So. Ach du Kacke, das war ein Crit, oder? Nein, das war kein Crit. Wir haben einfach den Damage-Output des Todes. Gut zu wissen. So. Was könnte das Teil jetzt hier machen? Will ich einfach nochmal Knock-Off drücken und das Teil killen? Weil eigentlich brauche ich meinen Master. Für den Spin. Ich kann aber auch nicht rausgehen. Also nochmal easy Knock-Off. Spukball, okay. Das ist ein bisschen beruhigend, weil der Spukball sollte nicht allzu viel Schaden machen. Okay, das sieht mir ziemlich offensiv aus, genau. Offensive, so. Könnte ein Nasty-Plot sein. Deswegen, das würde auch erklären, warum wir so viel Schaden gemacht haben. Auf jeden Fall ist der Geisterkopf jetzt weg. Das ist schön. Aber wir haben halt auch ultra viel Damage gefressen und kriegen keinen Spin mehr raus. Wenn er jetzt in seinen Aal-Pokémon gehen sollte, würde ich einfach Stone Edge drücken. Denn ich habe ehrlich gesagt nicht so die Lust darauf, dass die Teil jetzt fröhlich hoch boostet. Da kommt der Aal, ja? Ja, also, du boostest dich nicht, zumindest nicht in meiner Gegenwart. Also wünsche dir viel Spaß mit der Steinkante. Oder drück einfach Kaskade, okay, das geht auch. So, mein Spinner ist weg. Das heißt, die Spikes und die Toxic Spikes bleiben erstmal liegen. Außerdem hat er noch das Rollo, mit dem er notfalls noch mehr Spikes rauslegen könnte. Das heißt, notfalls höchstwahrscheinlich, weil er halt outspeedet. So, was hole ich jetzt hier gegen rein? Ich glaube, ich gehe in Bambi oder in Mayonnaise. Oder in Bambi. Mayonnaise, Bambi. Mayonnaise. Ich glaube, ich gehe in Mayonnaise. Mayonnaise macht das. Mayonnaise und Willow. Was ist der Plan? Hat er keinen Willow-Switch in? Mayonnaise macht grundsätzlich einen extrem guten Job hier. So, go Willow. Kannst dich gerne boosten. Hätte ich nicht mal ein Problem mit. Und ich miss den Willow. Das ist gut. Hausbruch. Das ist nicht so gut. Das ist beides nicht so schön. Das ist ekelhaft. Ich drück Schmarotzer. Ich drück Schmarotzer. Ich werde einen Hit tanken. Hoffe ich zumindest. Kaskade kommt raus. Ja, einen Hit tanke ich, denke ich mal. Sollte ich zumindest. Bitte nicht flinchen. Gut, Schmarotzer macht jetzt extrem viel Schaden. Das war extrem viel Schaden. So, jetzt muss ich meinen Fodder picken. Das ist die Frage, was ist denn der Fodder, den ich picke? Ich könnte alles noch irgendwie gebrauchen. Ja, ich drücke jetzt hier einfach den Schmarotzer. Dann war es das mit Mayonnaise. Ich kann Alex gleich noch töten mit meinem Bambi. Das kann nämlich einfach mal easy rauszackern und dann war es das mit dem Vieh. Heißt, wenn ich einen Zacker rauskriege und er nicht einfach mal spontan auf den Hausbruch geht. Outspeedet Timo ihn noch?
Nicht Speed hat das Teil, wie heißt das? Ich weiß es halt echt nicht. Ich gucke jetzt nach Perlun, wie die Weiterentwicklung heißt. OpenWiki.de/Perlu. Ich finde raus, wie viel Speed das Teil hat. Ich meine, es hatte nicht allzu viel. Alabis, genau so heißt es. So, wie viel Speed hast du, Alabis? Ich glaube, es hatte nicht allzu viel. Wenn nicht sogar recht wenig. Oder war es nur, weil Saganabis? 52 Speed Base. Ach, wisst ihr was? Bambi ist einfach das Safeste. Und vielleicht denkt er jetzt durch die lange Überlegungszeit, dass ich gar keinen Zucker habe. Warum habe ich gerade KP-Anzahl? Ich kann gut Mathe. Heißt, ich kann gut EVs verteilen. So, Alter, wir haben den Easy Bedroher rausbekommen. Der Easy Bedroher. So, und jetzt kommt der Easy Sucker Punk. Bitte geh einfach auf Waterfall. Bitte. Geh einfach auf Waterfall. Das wäre sehr, sehr, sehr nett von dir. Ich meine, wofür brauchst du ein Alabis noch? Das kommt eh nicht mehr rein. Und dann hat es auch keine Boosts mehr. Und Hausbruch drückst du nicht, weil du denkst, ich habe keinen Sucker Punch, weil ich so lange gebraucht habe, um Bambi reinzuwechseln. Mhm. Deswegen drückst du jetzt einfach Waterfall. Und stirbst am Sucker Punch. Das ist, was passieren wird. Genau das ist es, was passieren wird. Drück bitte einfach auf Waterfall, jetzt in diesem Moment. Es ist die der Zeitpunkt. Gewinne, gewinne, gewinne. Drücken Sie jetzt Waterfall und gewinnen Sie einen Audi. Ich weiß nicht, warum ein Audi. Das ist das erste Auto, was mir in den Kopf gekommen ist. Die erste Automarke. Ey. Ich habe keine Ahnung von Autos. Das ist ein bisschen traurig manchmal. Wenn ich so da von der Schule nach Hause komme, ne, und dann rede ich mit Leuten und die reden über Autos und ich denke mir so, ey. Ich habe keine Ahnung, was du lauerst. Und der Tiefler kommt raus und tschüss. Alex. Es ist ein schönes Gefühl, dass Alex jetzt weg ist. Ist tatsächlich gar nicht mal so bad. So. Bambi hat jetzt auch ziemlich viel Spaß, sehe ich gerade. Weil halt, jetzt wird eh das Dingens reinkommen, das Geowatz oder das Pantimos, genau. Eins von beiden. Und ich kann gegen beide recht wenig Stein. Hallo Stein. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage. Ob ich High Jump Kick drücken möchte. Oder Ampel. Ich drücke High Jump Kick und dann Tiefschlag. High Jump Kick vor allem. Jump Kick und dann Tiefschlag. Sprungkick kommt raus. Und wie viel Schaden macht das? Boah, ist ganz gut. Es aktiviert sich die Dingens, genau. So, aber solange er jetzt nicht, wenn er sich jetzt boosten sollte. Mit Steinpolitur. Er lebt Tarnsteine, okay. Okay. Hat wahrscheinlich nicht mit einem Jumpkick gerechnet. Und dann drücken wir es einfach nochmal. Easy Jumpkick. Wir kriegen hier die Hazards ins Gesicht geworfen. Oh fuck, hey, warum habe ich nicht Sucker gedrückt? Leben wir das? Nee, ne? Nein, die sind weg. Warum habe ich nicht Sucker gedrückt? Oh, das war eine schlechte Idee. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, dass das jetzt passiert. So. Aber Circo outspeedet. Oder? Nein, tut er nicht, oder? Tut er nicht. Ich habe den Plan. Und der Plan heißt Sunny Sub. Oder ist das der Plan? Sunny Sub? Ist Sunny Sub der Plan? Ich glaube es halt einfach echt doch gar nicht mal so, dass Sunny Sub der Plan ist. Ich und Timo. Tank mir den Sucker Punch. Den plus 2 Sucker Punch. Sunny Sub ist doch der Plan. Jetzt kommen noch die Spikes. Und dann zusätzlich noch die Rocks. So, genau. So. Und jetzt drücke ich Sub. Auf den Sucker. So, jetzt kommt der Sucker Punch. Hoffe ich. EQ, okay, wir sind gefickt. Wir sind tatsächlich gefickt. Wir sind tatsächlich gefickt.
gefickt. Ein Erker muss jetzt nur noch Sucker spammen und kriegt einen Kill. Jo, ich hau einen Energieball raus und tschüss. Tschüss, Sunny. Natürlich gar nicht so schön hier gerade. Habe ich noch eine Chance, wenn ich hoffe, dass er keine Steinpolitur hat? Er hat die Rocks. Er hat EQ, er hat Sucker. Ist ja ein Steinpolitur-Set. Wisst ihr, was ich mache? Ich hoffe einfach, er ist kein Steinpolitur-Set. Ich weiß, es ist ein guter Plan und deswegen werde ich ihn jetzt so verfolgen. Ist nämlich ein guter Plan. Ja, dann haue ich meine Easy Lichtkanone raus und hoffe, dass er... Schade, er ist tatsächlich doch ein Steinpolitur-Set, aber dann konnten wir jetzt sowieso nichts machen, denn Pantimos wird an einem Sucker Punch sterben. Das ist sehr schade, aber da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Und wenn ich jetzt nicht sterbe, dann bin ich ein bisschen traurig. Aber eigentlich soll ich nach so einem ganzen Hazards und dem einem Sucker Punch sterben. Spätestens am Gift danach. Jo. Wie gesagt, ja. GG. War auf jeden Fall ein guter Kampf. Also es sah tatsächlich am Anfang recht gut für mich aus. Dann ist das Geowatz passiert und dann sah es gar nicht mal so gut für mich aus, als ich für Sucker gegangen bin. War wahrscheinlich keine gute Idee, hätte ich vielleicht doch einfach mal irgendwie auf Energy Ball gehen sollen. Ist doof gelaufen, aber war, finde ich, doch gar nicht mal so ein schlechter Kampf. Auch wenn ich am Ende halt ziemlich hart verkackt habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Guck bei Zack vorbei.